Ziemlich viele Steine wurden dem diesjährigen Filmkunstfest MV in den Weg gelegt. Selbst der berühmte rote Teppich am Eingangsportal des Filmtheaters Capitol kam dadurch etwas zu kurz. Nichtsdestotrotz startete das 23. Filmkunstfest am 30. April mit festen Erfolgsaussichten. 120 Filme, spannende Wettbewerbe und prominente Gesichter. Zumindest in den wesentlichen Punkten konnten die Organisatoren die heimische Traditionsmarke Filmkunstfest aufrechterhalten. Mangelnde Finanzausstattung und andauernde personelle Querelen haben das Festival schließlich zu einer kreativen Wandlung bewegt. Ich habe auch ein bisschen auf lokale Akzente gesetzt, das stimmt. Es sind sehr viele Filme dabei, die in Mecklenburg-Vorpommern gedreht wurden. Auch im Dokumentarfilm sind einige norddeutsche Themen dabei. Also ich finde, es ist in allen Teilen gut besetzt. Cineastisch war das Gastland Großbritannien eher spärlich vertreten. Dies aber haben die Kollegen aus anderen Kultursparten wohl kompensiert. In den Schweriner Höfen lud der Kunstfotograf Stephen Mooney zu einer Ausstellung ein. Der in Berlin lebende Brite feiert mit seinen Bildern internationale Erfolge. Jedes davon erzählt eine filmreife Geschichte. Hier sieht man natürlich einen Mann auf dem Bett, der zwischen so Gut und Böse zerrissen ist. Mit der Bildkonstruktion, man hat die Lichtführung ist eine aufsteigende Achse von unten links bis oben rechts. Und das in der westlichen Bildkultur ist eine positive Achse. Das bezeichnet ein positives Ergebnis. So, obwohl er rückblickend ist, weil wir natürlich von links nach rechts lesen und der guckt von rechts nach links. Und er ist in dieser schwierigen Situation, so die Lichtführung hier repräsentiert eine positive Geschichte, das ist so ein positives Ereignis folgt. Die Filmprominenz hat sich in der mecklenburgischen Landeshauptstadt wohl auch gerne gezeigt. Hinnerk Schönemann sitzt in der Spielfilmjury und freut sich über die seltene Möglichkeit, in seinem Heimatland MV eine spannende Woche verbringen zu dürfen. Das sympathische Filmgesicht war bereits in mehr als 50 Kino- und TV-Produktionen zu sehen. Seine Brötchen jedoch muss der geborene Rostocker woanders verdienen als in MacPom. Es gibt noch nicht viel Förderung für Filme in Mecklenburg. Und vielleicht hilft dieses Filmfest auch ein bisschen publiker zu werden, also überhaupt ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus, damit wir auch ein bisschen mehr Förderung kriegen, damit ich auch endlich mal in Mecklenburg arbeiten darf. Der Filmemacher Dieter Schumann hingegen ist so gut wie der einzige Autor, der sich hierzulande die Existenz ausschließlich mit Filmen sichert. 60 Jahre wird Schumann alt. Seine Dokumentation Wardans Welt ist mittlerweile europaweit bekannt. Das Filmkunstfest widmete Dieter Schumann eine große Retrospektive. Der Altmeister nutzte gerne diese Gelegenheit, seine größte Sorge kundzutun. Die Filmförderstruktur in diesem Lande ist so desolat geworden, dass es eigentlich keinen Nachwuchs mehr gibt. Ne? Das heißt, ich sag mal, dieses audiovisuelle Gedächtnis, was wir als Dokumentarfilme ja hinterlassen, ne, dass das jetzt nicht fortgesetzt wird. Ne? Und wenn man sich vor Augen führt, dass zukünftig, wir sind im Medienzeitalter, diese Dinge, ne, werden Kunde tun von unserer Zeit, von dem Land. Ne? Und dass das jetzt einfach nicht stattfindet oder nicht fortgesetzt wird, ne? Das ist völlig anachronistisch. Ganz ohne Fördergelder kommt die Band Randgruppen-Kombo über die Runden. Die Theaterleute aus Tübingen erwecken den Nachlass des kultigen Ostliedermachers Gerhard Gundermann wieder zum Leben. Zum allerersten Mal hat die Randgruppen-Kombo ein Konzert in Schwerin gegeben. Im Rahmen des Filmkunstfestes versteht sich. Das gute rockige Retro passe dabei bestens ins Konzept. Ja, ich glaube schon, weil es gibt ja immer wieder auch, gerade Folk ist zum Beispiel wieder im Kommen und gute Texte haben immer Platz, die werden immer beeindruckend, das kommt dazu. Also die Texte sind ja wahnsinnig gut. Gibt es ja auch schon auf Holländisch, auf Englisch und sonst wie den Gundermann. Also das wird jetzt nicht der Mainstream sein, das heißt unsere Band ja auch die Randgruppen-Kombo, das ist auch ein Ausdruck von Gundermann. Das wird nicht Mainstream sein, aber es wird immer seinen Platz finden, weil die Leute solche Texte brauchen. Gundermann-Fans nennen seine Lieder Lebensmittel. Noch bevor das 23. Filmkunstfest zu Ende ging, war sein roter Faden deutlich erkennbar. Nicht in der weiten Ferne, sondern direkt vor der Haustür gibt es genügend Storys, Filme, Autoren und Inspirationen, hieß es. Vielleicht ausgerechnet dank der knappen Kassen ergab sich die Gelegenheit, sich einmal in den eigenen vier Wänden genau umzuschauen. Ob dieses Konzept aufgegangen ist, haben die Zuschauer klar entschieden.